Mein Name ist Thomas Reinders. Ich bin seit April 1999 bei der EGV AG als Fahrer tätig. Bevor die Sonne aufgeht, bin ich meistens schon unterwegs. Genieße dann, wie die Sonne über den Feldern aufgeht, auf dem Weg zum Kunden, wo ich dementsprechend früh ankomme, damit der Kunde seine Ware pünktlich und frisch bekommt. Ich bin Iris Risse, mein Kollege Christian Mulch und ich leiten die Zentralküche des Katharinenhospitals in Unna. Uns ist wichtig, dass wir uns verlassen können, dass die bestellte Ware einwandfrei und pünktlich geliefert wird. Die Temperatureinhaltung seitens der EGV hilft uns, die Maßgaben zum Kontrollbarometer der amtlichen Lebensüberwachung zu erfüllen. Mein Name ist Christoph König, bin seit 2011 für das Unternehmen EGV AG tätig und bin seitdem im Telefonverkauf im Innendienst des Vertriebs tätig. Meine Arbeit macht mir besonders viel Spaß, vor allem der Umgang mit Kunden am Telefon ist natürlich auch sehr von Vorteil, da man alles aus einer Hand beliefern kann. Mein Name ist Marcel Fliege. Ich arbeite in der Abteilung Logistik und Qualitätsmanagement. Zu unseren Aufgaben gehört das Prozessmanagement sowie die Sicherstellung der einwandfreien Auslieferung unserer Waren. Zusätzlich sind wir für die qualitätsrelevanten Standards, wie zum Beispiel IFS, zuständig. Mein Name ist Martin Hanke, ich arbeite seit dem 1.4.86 bei der EGV Unna und es macht riesen Spaß, mit den Molkereiprodukten hier zu arbeiten. Wir haben Bioartikel, wir haben mittlerweile Non-Food-Artikel, alles was das Herz begehrt. Und es macht einfach Spaß, die Ware zu bewegen, die Rollis sind abends vollgepackt, die ganzen Hallen stehen voll und in der Nacht geht es um 2 Uhr hier los und um 5 Uhr ist alles auf der Straße. Es ist einfach sensationell und wenn es nicht so viel Spaß machen würde, würde ich nicht 31 Jahre hier arbeiten. Die EGV AG, Ihr Partner für Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung, Betriebsverpflegung, Hotellerie und für soziale Einrichtungen. Die EGV AG, ein starkes Team.